Start. Alle Teilnehmer sind glatt ab, allerdings Speedy Bolita hängt etwas zurück. Pershing zieht gleich nach vorne, wird jetzt begleitet von High Echelon. Dahinter sieht man Meromed an der Innenseite mit Madison Avenue vor Eliazar und Shah Mazadal. Etwas zurück, dann Speedy Bolita am Schluss des Feldes. Mitten im ersten Bogen Pershing, hier eine knappe Länge vor High Echelon an der Außenseite. Innen Meromed mit Madison Avenue. Fünfter ist Eliazar, der innen geht, und daneben Shah Mazadal. Etwa 5-6 Längen zurück, Speedy Bolita am Schluss des Feldes. So nähern sich die Pferde jetzt Mitte gegenüber. Zügiges Tempo, Pershing vorne, eine knappe Länge vor High Echelon, innen Meromed, dann Madison Avenue und an der Innenkante Eliazar, vor Shah Mazadal. Um den Anschluss bemüht sich dann Speedy Bolita. Jetzt wird der Stallbogen angesteuert und verändert Pershing, eine knappe Länge vor High Echelon, dann Meromed und außen daneben Madison Avenue. Fünfter Eliazar vor Shah Mazadal und mit unverändertem Abstand Speedy Bolita am Schluss des Feldes. Jetzt geht es wieder auf die Tribünen geradezu. Pershing innen und außen High Echelon jetzt dicht auf, dann Meromed mit Madison Avenue vor Eliazar, Shah Mazadal etwas zurück und verändert Speedy Bolita. Die Pferde haben nun etwa 1200 Meter zurückgelegt. Pershing führt hier unverändert gegen High Echelon, dicht auf Meromed innen und außen Madison Avenue. Das Tempo hat sich hier offensichtlich etwas beruhigt. Fünfter Platz für Eliazar, außen Shah Mazadal und dahinter dann Speedy Bolita. Es geht nun wieder auf den Hässlerbogen zu. Pershing, High Echelon, Meromed ist hier weiter die Spitzengruppe. Dann Madison Avenue, dicht auf Eliazar, vor Shah Mazadal und Speedy Bolita. Jetzt kommt das Feld am 1000 Meter Posten vorbei. Fehler von Shah Mazadal. Rot 5. Mitte gegenüber. Pershing in Front gegen High Echelon, Meromed, dann Madison Avenue und Eliazar dicht auf. Auch Speedy Bolita kommt jetzt heran. Das Feld nähert sich jetzt Ende gegenüber. Die Spitze aber unverändert für Pershing vor High Echelon, Meromed, dann Madison Avenue. Dahinter wird nun Eliazar nach außen genommen. Am Schluss unverändert Speedy Bolita. Der letzte Bogen ist erreicht und die Pferde sind am 500 Meter Pfosten. Pershing hier weiter mit einer knappen Länge gegen High Echelon, innen Meromed und außen Madison Avenue. Dahinter sieht man Eliazar, der jetzt zum Angriff geführt wird. Speedy Bolita bleibt hier weiter am Schluss. Die Endgrade ist erreicht. Pershing vorne. Pershing, High Echelon, Meromed an der Innenseite kämpft. Auch Madison Avenue ist jetzt da und ganz außen kommt Eliazar und Speedy Bolita. Aber Pershing scheint sich hier absetzen zu können. Meromed an der Innenseite in der zweiten Position und außen kommt Eliazar mit Speedy Bolita. Pershing aber ist zu Hause. Dahinter innen Meromed und auf dem dritten Platz Speedy Bolita vor Eliazar und so geht's durchs Ziel.